Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Part 9, den ich heute aufnehme, 16 insgesamt. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum Königreich, um dann nach Jerusalem zu reisen, zu reiten. Auf dem Weg werden wir natürlich wieder ein paar Aussichtstürme mitnehmen. Dann in Jerusalem werden wir erst die Aussichtstürme und dann die ganzen sechs Aktionen oder so machen, um Informationen über unser nächstes Opfer zu erhalten. Dann ist diese DNA-Sequenz beendet. Hier oben über dem Gedächtnislog seht ihr ja diese zwei DNA-Spuren. Und Spuren? DNA-Stränge? Was weiß ich? Die DNA-Teile. Benutzen Sie die geretteten Gelehrten, um unbemerkt in bewachte Bereiche zu gelangen. Seht ihr, das meinte ich vorhin im letzten Part. Im vorherigen Part, nicht im letzten Part. Das ist ja was anderes. So, jetzt müssen wir nach Jerusalem, dann nehmen wir doch den Weg. Ich könnte natürlich auch einfach echt kalten Cut machen, diese Dinger da einsammeln, aber ihr wollt ja auch was von dem Spiel sehen. Deswegen lasse ich das. Und ich bin ein bisschen müde. Ich glaube, sobald ich in Jerusalem angekommen bin, werde ich einen Cut machen. Und diesmal wirklich für heute aufhören, weil da muss ich erstmal 5 Parts rendern. Und das dauert ein wenig. Also 4 Parts dauern mindestens eine Stunde. Und dann einen fünften. Komm, nehmen wir mal kurz hier die Flagge mit. Ach, das sind sogar 2 Flaggen. So. Und jetzt wollen wir mal gucken, wann uns unser Pferd folgt. Habe ich jetzt überhaupt beide eingesammelt? Danke für das Pferd. Tschüss. Na gut, dass ich die Gegend hier noch ein kleines bisschen kenne. Dann ist das Fliehen nämlich doch viel leichter. Warte, war das ein Templer? Das ist wirklich einer. Du wirst mir nicht entkommen! Ich hol ihn mir! Machst du das bitte? Töte den doch! Nein, also... Ich krieg dich! Lass du den bitte? Du kannst nicht davon laufen! Albau, du Lillkäfer! Gib nach! Schneller! Mann, lass mich. Zack. Scheiße, jetzt habe ich gar keine Wurfmesser mehr. Lass mich mal bitte entkommen. Vielen Dank, dass ihr so lieb auf mich hört. Auf Wiedersehen. Uah, Kamera zentrieren. Und dann sind wir auch schon wieder fast entkommen. Okay, und weiter. Wollen nur mal kurz gucken, wo lang ich jetzt ungefähr muss. Bäm, Leute umreiten. Einfach nur, damit ich weiß, wie weit ich noch reiten muss. Überhaupt. Und wir sind wieder unsichtbar, sozusagen. Aber jetzt sind wir wieder sichtbar, glaube ich. Sag ich ja. Jetzt sind wir wieder ungesehen, jetzt sind wir wieder sehbar. Na, doch nicht. Da wollte ich gar nicht hoch. Lass mich. Ja, greif doch ruhig das Pferd an. Alter, lass mich. Danke. Boah, wie ich mich hier gerade selber in meinen Sessel drehe, ne? Einfach nur, weil das ein bisschen nervenaufreibend ist. Und jetzt werfen die mit Steinen, ne? Sag ich ja. Ich werde nicht müde. Ich werde niemals müde. Ich bin Assassine. So. Jetzt hört das Stuhlgedrehe endlich mal auf.
Also nicht, dass ich meinen Stuhl drehe. Ha, zweideutig. Und genau diese Zweideutigkeit wollte ich damit anspielen. Ach ja, toll, ne? So, aber ich glaube, diesen Part werde ich erst beenden, nachdem ich den ersten Aussichtspunkt in Jerusalem eingesammelt habe. Einfach nur, damit ich beim nächsten Mal... Achso, ich konnte hier jetzt gar nicht raus, weil... Gut. Er ist wohl in einen anderen Bezirk geflohen. Über den Turm. Vielen Dank. Tschüss. Weiter geht's. Natürlich habe ich meinen Satz jetzt überhaupt vollendet. Ich habe gesagt, ich mache den Cut, sobald ich in Jerusalem den ersten Aussichtspunkt eingesammelt habe, damit ich nicht wieder im Büro starte und nichts machen kann, weil ich nichts sehe. Okay, dann gehe ich halt ab jetzt ohne dich. Erledige ich hier den süßen Templer. Scheiße! Kurzschwert. Klinge. Tot. Also der Tipp, die versteckte Klinge zu nutzen, ist gut. Wow! Das hat mir ein bisschen was abgezogen. Nein, tötet ihn nicht. Er hat euch nichts getan. Er ist ein Ungläubiger, er reitet. Lasst mich! Ja, sicher. Also, ich bin sicher. Nicht, ja, sicher, geht doch gar nicht. Da war noch ein Templer, glaube ich. Da, auf diesem Weg unten rechts. Der ist ja gerade nochmal aufgeploppt. Auf nach Jerusalem. Warte, da. Jetzt muss ich mal gucken, komme ich da schnell hoch? Ja, müsste ich. Wie mache ich das schnell? Ich scheiße jetzt einfach mal auf die Partlänge. Hallo, tschüss. Weiter geht's. Auf. Flagge einsammeln. Und weiter. Was tötet ihn? Haltet ihn halt die Klappe. Ich halt dich gleich. Einfach mal ein paar Abkürzungen hier durch die Leute nehmen, sozusagen. Ah, ich bräuchte gerade ein Pferd. Danke. Und eine Flagge, die ich natürlich auf dem Weg mit einsammeln möchte. War das überhaupt der Weg? Ja. Und noch ein Templer. Alter, wie viele Templer die haben. Cheater. Klinge. Tot. Und jetzt lass mich entkommen, Alter. Ich will mich aus dem Griff von dem Typen befreien. Steck das Schwert wieder weg. Gott, schwammig! Ja, ich bin hier richtig, wenn ich in diese Richtung laufe zumindest, oder? Ja. Einigermaßen kackig. So, jetzt aber, da ist das nächste Pferd und weiter. Durch die Menschenmenge, yay!
Ah, jetzt aber schnell, ich möchte nach Jerusalem kommen. Wie gesagt, ich hasse dieses Gebiet einfach mal. Aber ich finde es immer lustig, irgendwelche Leute umzurennen. Nach Mist. Egal, da sind noch ein paar mehr. Dafür, dass ich den einen jetzt nicht gekriegt habe. Yay! Ah, willkommen im neuen Gebiet. Außerdem müsste ich gleich mal ganz kurz gucken, wie weit der Part schon geht. Klettern Sie auf hohe Gebäude, um die Umgebung aus der Vogelperspektive zu sehen. Blabla, das hatten wir schon. Hohe Gebäude können auch zur Orientierung in einem... Ja. Ansonsten würde ich nämlich jetzt schon aufhören. Bis gleich. Krass. Boah, wie gesagt, ne, das kommt mir manchmal so lang vor. Wir haben jetzt erst 10 Minuten, ne? Ich denke, wir hätten schon irgendwie 20 oder so. Und da liegt er. Und da wieder das gleiche, wie man reinkommt, Bürger retten. Nachdem, da war doch eine Flagge. Nee, irgendwie habe ich das Pferd gerade als Flagge gesehen, komisch. Und soweit ich weiß, wird hier einer... Genau, da wird einer geschubst. Ja, du bist gleich gar nichts mehr. Nummer 1. Und? Ja, komm, tot rein. Das schnappt mich bestimmt einer, ne? Nummer 2. Wurde genau mit dem gleichen Move gekillt. Und mit der gleichen Taktik einmal schlagen lassen und dann durch die Kehle. Dann nervt mich doch mal. Aber ich will, dass er den coolen Move einmal macht. Nein, leck mich doch. Das war der auch nicht. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Cool, danke. Mit welchen Menschen darf ich jetzt gehen? Danke. Hallo, ihr Mönche. Lasst mich mal bitte mitgehen. Mit meiner versteckten Klinge. Warte, 15 optionale Missionsziele. Entweder in diesem Ganzen. Ich glaube mir eher in dem Ganzen. Genau. Und schon sind wir drin. Markieren uns das erste Ding und danach machen wir Schluss für heute. Mache ich Schluss für heute und ihr macht eh Schluss für heute. Außer ich entscheide mich dafür, 2 Parts am Tag hochzuladen, weil mir einfach übelst langweilig ist und ich eh nichts am Computer mache. So, danke, das reicht mir für die Eskorte. Ein kleines Opfer für eine große Belohnung. Jetzt wollen wir mal hier hoch. Es sind schwierige das ist der falsche Zeiten, Weg. In denen wir leben. Nee, sieht Nahrung gut aus. Nahrung ist rar, das Geld knapp. Aber so muss es nicht sein. Es sie werden beobachtet. Jene, ich werde gar nicht beobachtet. Der Einzige, der mich beobachtet, bin ich. Glaube ich zumindest. Ja, irgendwie gut. Ach ja, hier ist auch nochmal so ein Glockenturm. Also, die gibt's wohl öfter. Ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Ihr müsst nicht länger nach. Jeder Mann, der will, ist zur Arbeit. Leicht müde jetzt. Kommt, sprecht mit mir. Lasst euch berichten, was Talal zu bieten hat. Ein feines Leben steht euch vor. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? So, jetzt gucken wir uns mal an. Wie viel das denn ist. Ja, ist ja nicht so viel. Ist auch recht symmetrisch platziert. Diesmal starten wir direkt im Nobelviertel, das gefällt mir doch. Zack, ein Sprung. Und hat es jetzt eigentlich schon gespeichert? Wenn nicht, dann habe ich Pech. Wir starten das nächste Mal hier, was ziemlich gut ist. Dann können wir das nehmen, dann das und dann halt symmetrisch nach, also systematisch, nicht symmetrisch. Systematisch nach oben arbeiten. Wir sehen uns im... nächsten Part. Ich habe Schluck auf. Habe jetzt
um diese Uhrzeit aufgehört. Ich glaube, ich habe um 19 Uhr angefangen oder so. Wir sehen uns. Bis dann. Demo spielt Assassin's Creed Revelations. Also hier Rinku, ne? Demo. Ciao.